Der Hund ist der beste Freund der Deutschen. Seine Ernährung liegt den Haltern am Herzen, denn er soll fit und gesund sein. Die Stiftung Warentest prüft 31 Hundefutter wortwörtlich auf Herz und Nieren. 26 klassische Feuchtfutter und 5 Barf-Menüs mit rohem Fleisch. Die Tester wollen herausfinden, enthalten die Futter alle notwendigen Nährstoffe für den Hund? Denn schließlich behaupten alle getesteten Produkte, als allein Futtermittel den Hund komplett zu ernähren. Besonders bei den Rohfleisch-Barf-Menüs waren die Ergebnisse enttäuschend. Bei allen fehlten wichtige Nährstoffe und bei einigen fanden die Tester zu viele Keime. Alle Barf-Menüs werden mit mangelhaft bewertet. Dibo, Menü aus Rindfleisch. Petman, Barf in One. Prokani, Rind-Komplett-Menü. Tackenberg, Barf-Menü vom Pferd. Zoo Royal, Huhn-Komplett-Menü. Auch 4 Dosenfutter sind mangelhaft. DM Dein Bestes, Fressnapf Real Nature, Hermanns Manufaktur Classic-Menü Bio-Huhn, Herzenshund Hirsch mit Quinoa. Doch der Test zeigt, dass es auch gute Hundefutter gibt. Und die müssen nicht teuer sein. 6 Produkte erhalten ein sehr gut. Darunter die günstigsten ab 59 Cent pro Tagesration. Damit Sie auch künftig einen gesunden und fröhlichen Spielgefährten haben, lesen Sie das aktuelle Testheft. Oder schauen Sie unter test.de.